Lästert ihr eigentlich auch? Geschminkt. Auch heute haben wir wieder einen neuen Gast hier, nämlich den René Müller. Falls ihr die SDS schaut, kennt ihr ihn vielleicht. Kannst du ja ganz kurz mal was über dich erzählen? Ja, ich bin der René Müller, ich bin 22, komme aus Zweibrücken und bin bei der aktuellen Staffel von DSDS dabei. Ja, momentan sind die Castings noch, laufen noch und ich bin auf Jamaika dabei. Wie es aber weitergeht, müsst ihr dann selber schauen. Und du bist ja unser erster männlicher Gast hier. Hey. Das passt nämlich auch zu dem Thema, denn es geht um Jungs und Mädchen. Und wir haben euch nämlich auch gefragt auf Facebook, ob ihr so ein paar Fragen habt, die du jetzt uns dann auch beantworten musst. Aber wir haben auch, glaube ich, also ich weiß nicht, ist ja auch für uns mal ganz cool. Wir haben auch persönliche Fragen. Wir haben auch Fragen. Und zum Beispiel eine Sache, die mich auch immer interessiert, zum Beispiel wenn ich mit Kiso unterwegs bin, wir reden wirklich über alles, ja. Wir reden auch über, ja, Jungs und Männer und was uns alles so bewegt und schicken uns auch immer so ganz viele Screenshots, was der und der geschrieben hat. Seid ihr auch so, wenn ihr zum Beispiel irgendwie eine Frau datet? Ja, eigentlich schon. Also wenn irgendwas Interessantes dann passiert ist mit der Frau, dann teile ich das eigentlich schon meinen Freunden mit, ja. Ah, okay. Also ist das schon, habt ihr schon ein sehr enges Verhältnis zueinander und ihr könnt über alles so reden? Ja, klar, auf jeden Fall. Also mit meinen Jungs kann ich eigentlich über alles reden. Okay, also redet ihr dann halt auch nur über Mädels oder auch irgendwie über andere Themen? Nur Mädels. Und hier habe ich zum Beispiel eine Frage, die hat Dina gefragt. Warum seid ihr Jungs denn so anders, wenn eure Freunde dabei sind? Das kenne ich auch manchmal, wenn man dann irgendwie mit einem Jungen alleine ist, verhält er sich doch irgendwie voll lieb und voll nett. Und auf einmal ist er in der Gruppe mit anderen Jungs, auf einmal lässt er voll den Macker raushängen. Warum? Finde ich schon. Also früher in der Schule war es noch ganz toll. Weiß ich, wenn ich jetzt mit meinen Jungs unterwegs bin, ist halt, man kennt sich, ja, man ist lockerer, man macht Scheiß. Wenn ich jetzt mit einer Frau unterwegs bin, ist vielleicht nicht so. Ja. Also verhältst du dich denn da anders? Wenn ich sie nicht so gut kenne, ja, natürlich. Okay. Aber wenn ich sie jetzt ewig kenne und weiß nicht, genau wie ein bester Freund so ist, dann kann man ja Scheiße machen. Ja, dann will die Frau ja auch beeindrucken, ne? Ja, das ist ja klar. Und zum Beispiel auch eine Sache, die ich echt interessant finde, ist mir heute Morgen so in den Kopf gekommen, das könnt ihr auch mal beantworten. Was ist das Romantischste, was ein Junge zum Beispiel schon mal für euch getan hat? Oder was ist das Romantischste, was du schon mal für ein Mädchen gemacht hast? Gar nichts. Gar nichts? Ja, nein. Okay, das ist mal nämlich auch so eine Frage. Warum sind Jungs so unromantisch? Nee, ich hab schon mal... Ja, erzähl mal. Es muss ja jetzt nicht so detailliert sein. Ich hatte meine Freundin, die hat mit R angefangen. Mit R, ne? Yeah. Und da habe ich auf dem Boden halt so übelst viel Kerzen gemacht. Yeah. Und halt... Ein R, weißt du? Aber das ist schon süß. Das ist doch süß, das ist süß. Okay. Ja. Ich finde es wichtig, wenn Jungs halt einfach aufmerksam sind. Genau. Oder wenn er zum Beispiel erzählt, ja, ich esse die Schokolade ganz gerne. Und wenn er das dann vielleicht einfach mal mitbringt und sich das merkt. Genau. Das finde ich irgendwie total cool und romantisch. Auch wenn es halt nicht so große Dinge sind, aber eher halt auch so die kleinen Sachen. Und was auch jemand gefragt hat, und zwar die Marie, warum ja Jungs eigentlich immer sagen, sie finden ungeschminkte Mädchen schöner, aber irgendwie freuen sich dann die Männer ja doch, wenn man geschminkt ist und dann mal die Smoky Eyes und so hat. Also ja, stehst du eher auf natürlichen Look oder doch eher so ein bisschen geschminkt? Ich stehe eigentlich schon eher so auf natürliche. Ja. Ich finde das schon auf jeden Fall besser, wenn es nicht so alles drauf geklatscht ist, weil man sieht ja dann nicht mehr die Person irgendwie richtig, sondern... Weißt du, wenn die Person so natürlich aussieht, wenig Schminke, ist es eigentlich am besten. Lästert ihr eigentlich auch? Ja, natürlich. Wer lästert nicht? Ja, also klar. Ich denke schon, dass wenn man so alleine ist und man sieht irgendwelche Leute oder dass man dann so über die redet, auch nicht immer gut ist. Ja. Nee, weil manchmal sagen halt Jungs auch immer so, ja, ihr Mädchen, ihr lästert immer. Ja, aber Jungs sind ja bestimmt nicht besser. Ja, dann denke ich ihr seid auch ja so. Bekannt so dafür, ne? Ja, aber wenn ihr genau das Gleiche habt. Aber wir machen es vielleicht nicht so
dass man es merkt. Ach so, okay. Ihr macht das schlauer. Genau. Ah, okay. Gut zu wissen. Denkt ihr, es gibt Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ja. Echt? Ja. Ich hatte ja auch einen Freund, ne, vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren. Und wir sind jetzt fast beste Freunde sogar. Er hat eine neue Freundin, ich habe einen neuen Freund. Und okay, wir, dann ist was anderes. Ja. Wenn du jetzt, zusammen wären und du machst jetzt mit deinem Kumpel was alleine. Ja. Ja. Ja, das ist doch geil. Ach, du meinst, das würdest du als Freund von mir nicht wollen? Na klar. Was? Aber ich habe doch meine Freunde. Jetzt mein Freund, ja. Das ist schon mal, oder? Du kannst dich ja nicht einsperren. Also ich hab's. Nein, aber du kannst ja nicht mit einem Jungen dann ja, was machen. Ja, aber dann vertraust du mir ja nicht. Ja, aber warum machst du was mit dem Jungen? Also ich habe nicht mit Freunden. Okay, also ich habe zum Beispiel einen Freund. René, ich habe zum Beispiel einen festen Freund und er findet es auch okay, wenn ich mich mit einigen. Ich habe halt meinen besten Kumpel und dann habe ich auch noch andere Freunde, mit denen ich einfach... Ja, mit einigen so, mit mehreren? Nee, auch mit halt alleine essen gehen. Ja, was machst du mit dem Hass? Ja, man spricht halt über die Arbeit, über Job, über Freunde. Nee, es gibt so viele Sachen. Oder über halt den Jungen, den man gerade datet. Okay, wir diskutieren hier gerade mal so ein bisschen. Wir würden auch mal gerne eure Meinung hören. Ich bin voll fassend. Also ich finde, man sollte, das ist ja, du musst ja den Leuten vertrauen können. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man dann kein Problem damit hat, wenn man irgendwie andere Jungs trifft, weil ich bin ja alt genug oder ich weiß ja, warum ich dich zum Beispiel als Freund haben möchte und warum ich den nur als Kumpel haben möchte. Von dir aus, warum willst du mit ihm alleine was essen gehen, wenn du einen Freund hast? Weil ich gut mit dem befreundet war, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, zum Beispiel. Ich werde das in den Kommentaren lesen. Okay, wir sind mal gespannt. Ihr müsst das immer hochraten am besten, also damit wir dann wirklich wissen, also ist doch kein Problem, wenn man seinen Kumpel trifft, weil mit jemandem ich meine, ich treffe ja nicht einen anderen, weil ich jetzt irgendwie ihm fremdgehen möchte oder so. Ja, ist okay, warte. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt auf eure Kommentare, denn wir hatten doch eine relativ hitzige Diskussion, würde ich sagen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, René abzuchecken aus seinen ganzen Social-Media-Seiten. Ja, ich bedanke mich für die coole Unterhaltung, hat mir Spaß gemacht. Und nicht vergessen, am Samstag DSDS einschalten um 20.15 Uhr. Genau, und wenn jemand nicht fernsehen möchte, dann könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren für neue Folgen ungeschminkt. Und dann denke ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.